So, ich freue mich, euch auf dem diesjährigen Forum Unternehmen der Bayerischen Gemeinwohlökonomie zu begrüßen. Liebe Gemeinwohlunternehmerinnen, Unternehmer, liebe Freunde der GWÖ und liebe Gäste. Es ist mir eine große Freude, diese Veranstaltung zu eröffnen. Mein Name ist Markus Hölzel. Die meisten, hoffe ich, kennen mich doch schon aus den letzten Jahren. Und insofern begrüße ich Sie alle ganz herzlich im Namen des gesamten Vorstandes der Gemeinwohlökonomie Bayern. Auch wenn wir uns leider ein weiteres Mal wieder nur im virtuellen Raum treffen können, so denke ich doch, wir sind alle nach 2 Jahren Pandemie recht vertraut mit dem digitalen Modus. Auch wenn ich mich wie die meisten von uns freilich sehr freuen würde und mich sehr nach persönlicher Begegnung auch sehnen würde. Aber leider sind wir noch nicht so weit. Wir hoffen, dass Sie heute interessante Unternehmen kennenlernen und einen spannenden und inspirierenden Austausch haben. Ich möchte bereits an dieser Stelle Michael von Gerichten ganz herzlich danken für die hervorragende Vorbereitung, für diese Veranstaltung, die er gemeinsam mit dem Team der GWÖ Bayern auch in diesem Jahr wieder gemacht hat und also insofern auch sicherlich hier ihm der Dank für das Programm und auch jetzt die Durchführung in den nächsten 2 Tagen hier natürlich gilt. Das Motto der Gemeinwohlökonomie ist: Eine ethische Wirtschaft ist möglich. Das haben einmal mehr 44 Unternehmen im Jahr 2021 nachdrücklich unter Beweis gestellt, indem sie eine Gemeinwohlbilanz erstellt und dann auch zertifiziert bekommen haben. Dies ist eine in Bayern neue Rekordzahl und sie zeigt, dass immer mehr Unternehmen ethisch, nachhaltig und damit auch gemeinwohlorientiert handeln wollen. Alle diese 44 Unternehmen wollen wir Ihnen und euch heute vorstellen und würdigen. Eine Gemeinwohlbilanz zu erstellen ist eine herausfordernde und auch aufwendige Aufgabe. Gerade die Unternehmen, die das zum ersten Mal machen, müssen sich mit ganz neuen Fragen ihres unternehmerischen Handelns auseinandersetzen. Mithilfe der GWÖ-Matrix müssen Sie Ihre tägliche geschäftliche Praxis daraufhin beurteilen, wie Sie die Werte Menschenwürde, Solidarität und Gerechtigkeit, ökologische Nachhaltigkeit und Transparenz und Mitwirkung leben und auch messen, wie gut das gelingt. Dabei müssen Sie alle Ihre Berührungsgruppen oder Stakeholder in einem 360-Grad-Blick einbeziehen und analysieren. Fragen zum Beispiel wie: Erfüllen unsere Produkte und Dienstleistungen Grundbedürfnisse? Werden Gewinne zur Sicherung der Zukunft verwendet? Werden in unseren Arbeitsverträgen die Bedürfnisse unserer Mitarbeitenden berücksichtigt? Oder können Kundinnen an der Produktgestaltung mitwirken? Erweisen sich bei der Bearbeitung der Gemeinwohlbilanz oft viel komplexer, als dies zunächst erscheint. Mir erzählen viele, wie bereichernd diese Erfahrung für sie ist und wie sie sich daraus dann auch für sie selbst als Unternehmerinnen und Unternehmer, aber auch mit den Mitarbeitenden ein Strauß neuer Chancen auftut, diesen Weg weiterzugehen und sich als Unternehmen weiterzuentwickeln. Viele der heute zu würdigenden Unternehmen haben ihre Gemeinwohlbilanz in einer Peer-Gruppenevaluierung erstellt. In diesem Prozess, bei dem Unternehmen unterschiedlicher Branchen, Rechtsformen und Größen sich gegenseitig kennenlernen, hinterfragen und dann gemeinsam bewerten, erleben Sie eine ganz neue Form von ko-kreativer Beschäftigung mit ethischer und nachhaltiger Unternehmensführung. Alle diese Unternehmen haben die Notwendigkeit nachhaltiger Unternehmensführung erkannt und berichten darüber. Wir freuen uns sehr, dass Johannes Ernstberger,
der geschäftsführende Gesellschafter der Neumarkter Lambsbräu, uns gleich dazu einen Einstiegsimpuls geben wird. Die Biobrauerei Neumarkter Lambsbräu ist 400 Jahre alt und hat bereits 1977 Umweltschutz und Nachhaltigkeit als Unternehmensziel definiert. Es ist unzweifelhaft ein Pionierunternehmen in Deutschland und wir freuen uns sehr, heute mehr von dieser generationsübergreifenden Unternehmerleidenschaft zu hören. Bevor wir das Wort an Johannes Ernstberger geben, möchte ich Ihnen aber die Moderatorinnen vorstellen, die uns heute durch den Nachmittag begleiten werden. Blanka Pohl und Antje Novoa, beide haben bereits im letzten Jahr unser Forum Unternehmen fantastisch moderiert und wir sind froh, dass sie das auch in diesem Jahr wieder tun werden. Insofern nochmal herzlich willkommen und ich gebe nun das Wort an Blanka. Wunderbar, ganz, ganz lieben Dank, Markus. Das war eine wunderbare Einführung. Ein Kurzflug sozusagen durch die Gemeinwohlökonomie. Auch herzlich willkommen von meiner Seite zu diesem Nachmittag. Antje, gern du auch. Wir beide sind die Moderatorinnen des heutigen Nachmittags. Ihr kennt uns vielleicht schon zum Teil. Den einen oder anderen sind wir neu, deswegen eine ganz kurze Vorstellung. Also ich wohne hier im Südwesten von München und bin auch Gemeinwohl, also Mitglied der Gemeinwohlökonomie Bayern. Und berufswegen komme ich aus dem Bereich der Finanzen. Also insofern ist unser Thema heute Abend eher so, ja, mein Home Turf, wenn man so will. Und leidenschaftlich gern moderiere ich solche Veranstaltungen wie heute oder auch Gruppen, Arbeitsgruppen in Unternehmungen, die sich auf den Weg der Nachhaltigkeit machen möchten. Tja, ganz herzlich, Antje, magst du auch ein, zwei Worte zu dir sagen? Ja, hallo in die große Runde. Es hat mir viel Spaß gemacht zu sehen, wie viele Zahlen da, wie die Teilnehmerzahl sich explodiert hat in den ersten 5 Minuten und die ein oder anderen Namen mir auch bekannt sind. Also die, die ich kenne, ein Hallo, und die, die ich nicht kenne, genauso. Und ich freue mich sehr auf inspirierende Menschen heute Nachmittag, auch in diesem Online-Format, so bestmöglich hier sich gegenseitig zu zeigen und kennenzulernen und zu vernetzen, sich wiederzusehen und auch zu würdigen und zu feiern. Das ist auch die Haltung, die dahinter steht, die ich sehr wertschätze. Also mein Name ist Antje Novoa, ich arbeite in der Wirtschaft als Coach und bin hier am Ammersee ja mit beschäftigt, die Verbreitung der Gemeinwohlökonomie mit voranzutreiben in der Regionalgruppe und auch mit den Landsbergern zusammen. Ja, jetzt freue ich mich auf einen spannenden Nachmittag. Heute ist so meine Aufgabe, die Blanka im Hintergrund hauptsächlich zu unterstützen und freue mich auf unsere gemeinsame Zeit hier in der großen Gruppe. Gut? Schön. Prima, danke Antje. Ja, bevor wir aber sozusagen euch einen kurzen Überblick über den heutigen Nachmittag geben möchten, müssen wir ein, zwei Technikhinweise mit euch teilen, sodass ihr alle gut abgeholt seid und auch wisst, was euch erwartet oder auch nicht. Vielen Dank, Michael, du blendest die Folien schon ein. Und jetzt einen kurzen Überblick über das, was euch erwarten darf. Markus, mit der Begrüßung habt ihr schon gehört. Wir werden jetzt dann gleich im Anschluss, und freuen wir uns sehr, Johannes Ernstberger hören, mit einem kurzen Impuls von 20 Minuten, was eben nachhaltige Unternehmensführung konkret bedeutet. Und dann schreiten wir zu dem, was der Kern des heutigen ersten Teils des Nachmittags ist, und zwar ihr, die Protagonisten, die Unternehmer und Unternehmerinnen, die sich auf den Weg der Gemeinwohlbilanzierung gemacht haben und sie abgeschlossen haben. Ihr habt ja die Urkunden schon erhalten per Post und ihr werdet heute sozusagen gewürdigt. Wie es genau abläuft, dazu gern später mehr. Und dann werden wir auch schon einen kurzen Ausblick geben nach der Würdigung auf den zweiten Teil des Nachmittags. Und ihr habt dann Gelegenheit für 30 Minuten Pause. Könnt ihr euch frisch machen, vielleicht noch einen Kaffee oder eine Kleinigkeit zu euch nehmen, um dann im zweiten Teil eben zu dem Thema Finanzen tiefer einzusteigen. Aber ich glaube, dazu sage ich einfach später mehr. Da gibt es noch spannend. Wir haben eine tolle Impulsgeberin gewonnen und wunderbare Interviewpartner. Da dürft ihr aktiv mitmachen. Aber auch im Detail führe ich euch später nochmal durch den zweiten Teil. Das war es erstmal von meiner Seite. Liebe Antje, du hast nun eine ganz wunderbare Funktion.
Ja, ich freue mich sehr, Herr Johannes Ernstberger zu dem Thema die Notwendigkeit einer nachhaltigen Unternehmensführung das Wort zu übergeben. Herr Markus Hölzel hat vorhin schon darauf hingewiesen, ein innovativer Unternehmer im Bereich Nachhaltigkeit schon mehrere Jahrzehnte, unabhängig von GWÖ, aber jetzt auch mit der GWÖ unterwegs. Und in diesem Sinne Wort rüber zu Herrn Ernstberger. So, jetzt müsste ich auch zu hören und zu sehen sein. Wunderbar. Dann von meiner Seite auch ein herzliches Grüß Gott und Hallo in die Runde. Ich habe gesehen, ein paar bekannte Gesichter sind dabei oder ein paar bekannte Namen, unter anderem auch aus der Braubranche. Von daher Grüße nach Titting. Dann, ich freue mich sehr, dass ich heute zu dieser tollen Veranstaltung einen kleinen Impuls beitragen darf. Und das, obwohl wir als Unternehmen noch nicht einmal GWÖ selbst zertifiziert sind. Wir sind aber gerade im Prozess der Berichterstellung, werden voraussichtlich so Mitte des Jahres 22 dann dieses Mal fertig sein und über die Jahre 21 und 20 berichten. Nichtsdestotrotz, glaube ich, kann ich durchaus ein paar ganz gute Gedanken zu dem Thema mit einbringen. Vielen Dank an der Stelle auch nochmal für die schöne Anmoderation. Der Titel meines Vortrags war ja Notwendigkeit einer nachhaltigen Unternehmensführung. Ich habe mir jetzt in der Vorbereitung gedacht, eigentlich muss ich es noch mal ein bisschen konkreter formulieren. Und diese Schreibweise von Notwendigkeit in diesem Fall auf der Titelfolie, die hat eine ganz besondere Bedeutung, auf die ich im Laufe des kurzen Vortrags noch mal eingehen möchte. Und die zweite Änderung, die ich im Titel vorgenommen habe, ist enkeltaugliche Unternehmensführung anstatt nachhaltiger, weil ich glaube, gerade in wirtschaftlichen Kontexten sprechen wir viel zu häufig von Nachhaltigkeit und meinen eigentlich ganz was anderes. Wenn Banker oder große Aktiengesellschaften von nachhaltigen Gewinnen sprechen, hat es oftmals einen anderen Kontext. Und ich glaube, bei Enkeltauglichkeit, da ist jedem sofort bewusst, was damit gemeint ist. Zum Einstieg ein ganz kurzes Intro zu unserem Unternehmen, damit Sie mich und unser Unternehmen ein bisschen einordnen können, für diejenigen, die uns nicht kennen. Zu meiner Person, ich bin jetzt seit 4 Jahren mittlerweile Inhaber und Geschäftsführer der Lamsbräu, bin 31 Jahre, habe Familie, erwarte gerade unseren zweiten Sohn, der kommt im Juli. Also von daher an allen Enden und Ecken gut zu tun derzeit. Als Unternehmen, Neumarkt der Lamsbräu, wie es vorhin schon geheißen hat, ist seit fast 40 Jahren oder über 40 Jahren einer ökologischen und nachhaltigen Unternehmensphilosophie verschrieben. Wir stellen 100% Biogetränke her, in Bereichen Bier, Limonaden und auch Wasser. Wir haben 150 Mitarbeiter und Umsatz von 32 Millionen. Und wir Brauer, wir denken aber eher ja immer nicht in Geld, sondern wir denken in der flüssigen Währung, in Hektolitern. Und hatten einen Jahresabsatz im Jahr 2020, also das alles jetzt noch 2020er Zahlen, von 270.000 Hektoliter. Genau, das so viel zum Einordnen in aller Kürze. Die grundlegende Fragestellung ist ja aber eigentlich, warum braucht es überhaupt ein verantwortungsvolles Unternehmertum? Warum braucht es verantwortungsvolle Unternehmensführung? Und warum braucht es einen Paradigmenwechsel unseres Wirtschaftssystems? Warum können wir nicht so weiter wirtschaften, wie wir die letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte gewirtschaftet haben? Und wie müssen oder warum müssen wir Unternehmen uns auch an diesen Paradigmenwechseln anpassen? Beziehungsweise gerade alle, die sich jetzt schon so innovativ mit dem Thema GWÖ auseinandersetzen, wie können wir diesen Paradigmenwechsel vorantreiben sogar? Und wenn man sich dieser Frage stellt, dann muss man sich vielleicht vorab einer anderen Frage stellen, nämlich, warum braucht es eigentlich mein Unternehmen? Was ist die Daseinsberechtigung? Was ist der Zweck der Existenz meines Unternehmens? Und diese Frage, die kann man sich auch für die Neumarkt der Lamsbräu stellen. Und an dem Beispiel möchte ich es mal heute klar machen. Denn es gibt ja genügend andere Brauereien in Deutschland, viele große Brauereien, die viel Braukapazität haben und die in der Theorie mit Sicherheit ganz Deutschland mit Bier versorgen könnten. Also warum braucht es da einen kleinen Oberpfälzer Bauernbräu wie uns? Warum ist es notwendig, dass es die Neumarkt der Lamsbräu gibt? Das ist nämlich genau der Punkt. Ich glaube, als Unternehmen muss man sich heute fragen, wenn ich eine Daseinsberechtigung haben möchte und gebraucht werden will und auch in Zukunft noch eine Existenzberechtigung haben will, dann muss ich notwendig sein. Und das bedeutet im wahrsten Sinne des Wortes, Not zu wenden. Wenn man sich die Not oder die Nöte anschaut, die wir heutzutage haben, dann sind die natürlich stark geprägt von dem, was uns im Alltag und was jede Nachrichtensendung derzeit dominiert, nämlich natürlich Corona und auch das, was es mit unserer Gesellschaft macht. Nichtsdestotrotz, auch wenn es jetzt sehr, sehr akute und schlimme Nöte sind, sind die Auswirkungen und die Nöte, die
in den nächsten Jahrzehnten und die für nachfolgende Generationen vor uns sind, wesentlich größer, wenn wir jetzt nicht entschlossen und schnell vor allem handeln und mehr die Zukunft und die Ganzheitlichkeit der Gesellschaft im Blick haben, als nur den eigenen Gewinn oder den eigenen Vorteil als Unternehmen. Also heißt meine erste These, wenn ich als Unternehmen in Zukunft erfolgreich sein möchte, dann muss ich eine Daseinsberechtigung haben und ich muss damit dazu beitragen, Not zu wenden, also diese Nöte, die wir auf der Erde haben und zukünftige Generationen noch mehr haben werden, wenn wir nichts tun, diese zu lindern und somit einen Beitrag zum Gemeinwohl zu leisten. Wenn ich jetzt einen Beitrag leisten will, dann sollte man das in der Regel ja, mit einer gewissen Strategie und Zielgerichtetheit tun. Und wir bei der Neumarkter Lambsdorff haben uns für uns hier ein Unternehmensleitbild entwickeln, das ich jetzt nicht im Detail vorstellen werde, weil da müsste ich jetzt, glaube ich, eine Stunde drüber sprechen mindestens. Aber die wichtigsten Elemente daraus möchte ich schon vorstellen. Zum einen geht es, ich weiß jetzt nicht, ob man meine Maus sieht, ist das Unternehmensleitbild so ein bisschen wie ein Weg gezeichnet. Die Positionierung, das ist das, wofür wir heute stehen als Familienunternehmen, das sich ja, in Liebe zu Produkten Natur mit Verantwortung und Genuss in einem wertschätzenden Miteinander für ja, ein nachhaltiges Leben einsetzt, so kann man sagen. Und unsere Vision, unser großes Ziel ist eine enkeltaugliche Welt. Das ist es in einem Begriff. Und eine enkeltaugliche Welt heißt für uns ganz konkret intakte Natur, harmonisches Miteinander und Lebensgenuss. Und darüber hinaus konkretisiert in 100% ökologischem Landbau. Das ist das große Ziel, auf das wir zuarbeiten und zu dem wir einen Beitrag leisten wollen. Weil es ist ja auch klar, Lambsdorff alleine wird es nicht schaffen. Kein Unternehmen auf der Welt wird es alleine schaffen, sondern es geht nur mit ganz, ganz vielen Mitstreitern gemeinsam. Und deswegen haben wir uns eine Mission, einen Auftrag gegeben, der da heißt, andere zu begeistern, selbst jeden Tag besser zu werden und der Natur immer mehr zurückzugeben, als wir ihr entnehmen. Das sind die großen Bausteine unseres Unternehmensleitbilds und das, wonach sich unser ganzes tägliches Tun, alle unsere Unternehmensziele ausrichten. Wenn man jetzt sich so eine Strategie zurechtgelegt hat, dann braucht es neben dieser Strategie klar abgeleitete Unternehmensziele. Es braucht aber auch eine entsprechende Kultur im Unternehmen. Culture Eats Strategy for Breakfast heißt es ja so schön immer. Und da bin ich 100% davon überzeugt, dass es so ist. Man kann die tollsten Ziele als Unternehmer vorgeben, wenn man die Belegschaft und alle Menschen, die letztendlich das Unternehmen ausmachen, nicht hinter sich hat. Und wenn die Kultur eine ganz entgegengesetzte ist, von dem man, wo man hin will, dann wird es nicht funktionieren. Also das ist auf jeden Fall die Basis. Und diese Motivation und Engagement, das aus der richtigen Unternehmenskultur entstehen kann, das ist aus meiner Sicht der wesentliche Erfolgsfaktor, um überhaupt vom Fleck zu kommen. Um jetzt so eine Strategie und Zielsetzungen aber umsetzen zu können, braucht es ja, Handlungsleitfäden zu dieser Umsetzung. Und zwei dieser Handlungsleitfäden oder Umsetzungshilfen, auf die möchte ich jetzt heute kurz eingehen. Auf der einen Seite ist es aus meiner Sicht, können diese Handlungsleithilfen Managementsysteme sein. Wir bei der Lambsdorff sind bereits seit 1992 Umwelt- und Qualitätsmanagement zertifiziert. Und das ist nicht nur ein, naja, wir schreiben da irgendwelche Dokumente, sondern UMQM ist ja etwas, was einem wirklich hilft, seinem Betrieb zu optimieren und täglich besser zu werden. Also auch hier unsere Mission zu entsprechen, täglich besser werden. Das ist genau der Anspruch von Umwelt- und Qualitätsmanagement, ständiger Verbesserungsprozess. Wir sind bereits seit 1996 EMAS registriert als eines der ersten Unternehmen und seit 2002 führen wir regelmäßig EFQM-Selbstbewertungen durch. Wer das noch nicht gehört hat, EFQM ist ein spezieller Qualitätsmanagement-Ansatz, der stark auf Exzellenz basiert ist und auch eben genau zum Ziel hat, täglich besser zu werden. Und diese Strukturen, die einem diese Managementsysteme geben, die sind manchmal vielleicht lästig, aber oftmals eben auch genau die Strukturen, die es braucht, um besser werden zu können und die einem auch gewisse Vorgaben abverlangen, an denen man sich entlanghangeln kann, um ja, den richtigen Weg einfach weiter einschlagen zu können. Die Umsetzungshilfe Nummer 2 ist für mich unsere CR-Berichterstattung, unsere Nachhaltigkeitsberichterstattung. Denn auch hier
halten wir uns ja, wenn wir berichten, zunächst mal selbst den Spiegel vor. Was haben wir in dem Berichtszeitraum, über den wir berichten, alles erreicht? Was haben wir Gutes geschaffen? Wo sind wir nicht so weit gekommen, wie wir eigentlich wollten? Und dass es diese Selbstreflexion, die im Rahmen dieser Berichterstattung erfolgt, ist, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Beitrag und ganz wesentliches Element, um selbst eben immer besser zu werden und sein Unternehmen in die Zukunft führen zu können entlang einer Mission. Und das tun wir eben seit 1992 mit dem ersten Öko-Controlling-Bericht sehr, sehr konsequent und haben, denke ich, dadurch auch schon einen ganz guten Stand in unserem Umweltmanagement erreichen können. Seit 2016 berichten wir nach DNK und seit 2017 nach GRI. Und jetzt kann man sagen, warum braucht es denn da eigentlich nochmal zusätzlich jetzt eine GWÖ-Bilanz? Also so viele Berichte, wie die Lambsdorff schreibt, wer liest denn die eigentlich? Und da ist es aber an der Stelle einfach sozusagen, wir schreiben die natürlich auch für die Öffentlichkeit und wollen da transparent nach außen sein. Aber wir schreiben sie auch und sehen das auch eben als ein Hilfsmittel für uns, weil jede Art der Berichterstattung, sowohl DNK als auch GRI, als auch dann wieder GWÖ oder ein EMAS-Bericht, einfach unterschiedliche Blickwinkel auf ein Unternehmen. Und diese unterschiedlichen Blickwinkel, die helfen einem schon immer wieder mal auch blinde Stellen zu finden oder Dinge zu beleuchten, an die man vielleicht noch nicht so gedacht hat. Und geben schon auch einem eine Tendenz vor, in welche Richtung man sein Unternehmen entwickeln sollte. Denn es werden ja immer, gerade auch in diesen Berichterstattungsnormen wie GRI, auch tagesaktuelle oder Trends der Zeit sozusagen mit aufgegriffen und abgefragt, auch in jeglicher Nachhaltigkeitssicht, von den sozialen Komponenten über die ökologischen. Und das hilft dann schon, eben da die einzelnen Schwachstellen auch nochmal aufzudecken, je nachdem von welcher Schlagseite man das Unternehmen dann betrachtet. Und das war mit ein Grund, warum wir uns nun auch dem Thema Gemeinwohlökonomie und Bilanzierung gewidmet haben. Einer der drei Gründe. Der erste war natürlich, dass wir transparent Bericht erstatten wollen. Das tun wir bis dato schon mit unseren GRI-Berichterstattungen und Umweltberichterstattungen. Aber was in dieser Art der Berichterstattung für uns momentan stark gefehlt hat, war die Vergleichbarkeit. Wie vergleiche ich jetzt unseren Bericht bzw. alle Inhalte vor allem, die darin stehen und was wir als Unternehmen vielleicht Tolles tun mit anderen Unternehmen, die ebenso sich stark für die Nachhaltigkeit, für die Enkeltauglichkeit einsetzen. Und wie kann ich da auch ein gewisses Benchmarking betreiben. Das ist sehr, sehr schwierig, weil wie vergleiche ich jetzt eine Heckenpflanzaktion zu einer, keine Ahnung, Sozialaktion für behinderte Menschen? Das ist nicht direkt vergleichbar. Und da ist für uns die GWÖ, beziehungsweise vor allem eben dieser Bilanzierungsansatz schon ein toller Ansatz, tatsächlich Benchmarking zu betreiben und auch zu gucken, okay, wer ist denn da noch mal ein Stück besser als wir und von wem können wir uns noch was abschauen? Wo können wir als Unternehmen einfach die nächsten Schritte gehen und wo sind wir schon gut? Und das, was ich gerade vorhin schon gesagt hatte, Thema neue Blickwinkel, weil die GWÖ einfach schon noch mal ganz, ganz andere Aspekte aufdeckt, als es jetzt meinetwegen eine GRI, also Global Reporting Initiative, Standard vorgibt oder abfragt oder genauso auch eine EMAS-Bericht oder was auch immer. Das sind so die Gründe, warum wir uns mit diesem Thema beschäftigt haben. Und aus meiner Sicht hilft die Gemeinwohlökonomie und die gesamte Berichterstattung so, weiter diese Enkeltauglichkeit aktiv in die Unternehmen hineinzubringen, aktiv auch in unsere Gesellschaft hineinzubringen, ein anderes Denkmuster vorzuleben. Und von daher kann ich nur jeden von Ihnen dazu ermuntern, diese Begeisterung für das, was Sie tun und was Sie jetzt alles schon mit der ersten Bilanzierung erreicht haben, auch auf andere, auf Ihre Mitarbeiter, auf andere Unternehmen, mit denen Sie täglich zu tun haben, zu übertragen. Und so einen Beitrag für ein enkeltaugliches Unternehmertum, eine enkeltaugliche soziale und ökologische Marktwirtschaft zu leisten, die Verantwortung für andere übernimmt. Und bedanke mich in diesem Zug für Ihr Interesse. Bleiben Sie notwendig.
Magst du vielleicht das Bildschirm teilen? Ja, genau. Entschuldigung, sorry. Dann sehen wir dich nochmal ganz. Ja. Also ganz lieben Dank dafür. Interessant ist, mich hat tatsächlich ganz persönlich berührt. Wer mich kennt, weiß, ich bin erst seit kurzem Oma und das ist für mich natürlich schon nochmal tatsächlich eine ganz neue Perspektive. Und du bist jetzt Papa oder wirst nochmal zum zweiten Mal Papa. Ich glaube, das schärft auch den Blick für eben diese Verantwortlichkeit und auch den Ansatz der Notwendigkeit, fand ich sehr inspirierend. Ich hoffe für Sie alle im Zuschauerraum auch. Hat mir sehr gut gefallen und ich glaube, ich sage nicht zu viel, Johannes, wir dürfen uns freuen auf den zweiten Teil des Nachmittags und dich dann nochmal auf der Bühne begrüßen als aktiven Teil unserer Dialogrunde. Sehr gerne. Herzlichen Dank an der Stelle und dann bis später. Ja, danke schön. Gut, damit schreiten wir schon mit großen Schritten voran zum Hauptteil unseres Nachmittags, zur Würdigung von all den Unternehmen. Markus hat es ja schon eingangs gesagt, 44 Unternehmen, die dieses Jahr den Bilanzierungsprozess durchgemacht haben und vollzogen haben. Leider können nicht alle heute da sein. Wir haben aber, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, rund 35 Unternehmen, die wir würdigen dürfen. Das ist natürlich, genau, ich sehe es im Chat, Vortrag ist genauso gut gewesen wie das Bier von Lambsbräu. Und ich glaube, ich mache keine Schleichwerbung, wenn ich sage, wir haben das Bier regelmäßig bei uns im Keller stehen. Das ist nämlich wirklich super lecker, also kann es nur empfehlen. Ja, also zurück zum Thema, also euch alle würdigen, all die Unternehmen, die dieses Jahr die Gemeinwohlbilanzierung abgeschlossen haben. Und da gibt es noch eine kleine Notiz dazu, liebe Antje, ich glaube, der Zeitpunkt für dich zu sagen, wir haben ja also auch eine gute Taktung und du hast da eine bestimmte Rolle in dem Zusammenhang. Danke für die Überleitung. Ja, wendig bleiben, wendig sein, notwendig, dieses Wortspiel hat mir super gefallen, das nehme ich gleich mit in der notwendig und es ist notwendig, wendig zu sein. Wunderbar, jetzt gehen wir über in und wir haben 6 Gruppen uns vorgestellt, die wir hier in Gruppen auf dem Bildschirm dann auf die virtuelle Bühne laden werden. Meine Rolle ist es, in der Zeit auf die Zeit zu achten, dass wir dazu gut und mit trotzdem schönem virtuellem Applaus auf die Bühne kommen. Und ich werde einzeln die Unternehmen mit einem, der an dem Prozess beteiligt war, auf die Bühne bitten und ansprechen. Und der Michael wird im Hintergrund die Personen dann dazuschalten. Die Blanka wird dann Fragen in die Gruppe stellen und lassen sich einfach wunderbar begleiten. Ganz genau, liebe Antje. Dann starte ich. Wir haben 6 Gruppen und wir starten mit Gruppe 1 und du darfst gerne einen anderen auf die Bühne bitten. Die Peer-Gruppe Landshut wird zu viert erscheinen. Als erstes, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Herr Dr. Ioannis Karanlampakis, die HNO-Praxis, bitte dazukommen. Ich werde jetzt nach und nach die nächsten dazu aufrufen. Dann gratuliere ich ganz herzlich Herr Max Geisel vom Regionalkollektiv EG, wird auch dazukommen. Dann Herr Patrick Gruban, Rosi Green, Wool, Rosemary Stigmann und Patrick Gruban GbR. Auch da, also wunderbare Wolle, ich habe es im Internet geguckt. Und Herr Mario Schubert, Tech Genossen EG. Herzlich willkommen alle auf der Bühne und Blanka, ich übergebe dir das Wort. Ja, wunderbar. Jetzt kann man die Galerie an sich dann stellen, genau, wenn man alle sehen will. Sehr schön. Herzlich willkommen auf der Bühne. Ja, prima, das freut mich. Eine kurze Frage vorab. Wir haben jetzt die Namen aufgerufen, die uns bekannt sind. Sollten noch welche im Zuschauerraum sein aus Ihrer Organisation, die Sie unbedingt gerne auch mit auf die Bühne holen möchten, dann bitte jetzt kurze Info an mich, dass wir das auch, dass wir niemanden übersehen oder vergessen. Gut, prima. Also, wir haben uns natürlich einige Gedanken gemacht, wie wir sie alle in einen schönen, würdigen Rahmen setzen können für dann auch für die Urkunde, die Sie erhalten haben. Und
Folgendes wird sein, dass wir in jede Gruppe eine Frage stellen und wer möchte, ein oder zwei Stimmen, laden wir ein, darauf auch zu antworten. Und am Schluss gibt es eine kurze kleine Challenge, ein bisschen geistiges Yoga, bevor Sie dann wieder von der Bühne gehen dürfen. Und Ihnen in der Gruppe ist uns aufgefallen, dass sie eine kleine Gruppe waren, aber eine sehr heterogene Gruppe. Also ich kann es gerne nochmal wiederholen. Wir haben die Tech-Genossen, also das ist das Thema Softwareentwicklung. Jawohl, hallo Herr Schubert. Und dann haben wir das einen Hals-Nasen-Ohren-Arzt, Herr Charalampakis, Herr Dr. Charalampakis. Ja, das hat irgendwie jetzt nicht unbedingt viel miteinander zu tun. Dann haben wir noch das Thema Naturwolle in Ihrer Gruppe gehabt. Genau, Herr Grubern. Und dann noch regionale Landwirtschaft. So, und wer jetzt weiß, was eine Peer Group heißt, also sich gegenseitig auch zu unterstützen in diesem Bilanzierungsprozess, der denkt sich natürlich erstmal, wie funktioniert das denn eigentlich, wenn ihr aus so verschiedenen Bereichen kommt, wie könnt ihr euch da gegenseitig Unterstützung geben? Und das ist natürlich spannend jetzt für all die, die im Zuschauerraum sind, wenn ein, zwei Momente geteilt werden, was für euch da besonders wertvoll war, dass ihr eben aus verschiedenen Branchen kommt. Wer möchte? Ja, das war total spannend, sich da untereinander austauschen. Wir haben ja noch die Marianne dabei gehabt, die Beratung und Mentoring macht. Wir hatten auch noch eine Steinmetzfirma dabei. Also es war sogar noch diverser. Okay. Was ja das Ganze ja so richtig spannend gemacht hat und halt jeder aus seiner Sicht dann auch dargelegt hat und die Vorstellungen ausgetauscht hat, wie man eben was ganzheitlich oder alle Aspekte betrachtet machen kann und gestalten kann. Und ja, wir haben uns teilweise schon sehr ausführlich gestritten. Ich glaube, die Sessions waren immer länger als geplant. Aber das, was ja auch der Vorteil dabei ist, dass man sozusagen nicht nur sich selbst wiederholt hat, sondern sich eben auch gegenseitig angeregt hat, auch mal drüber nachzudenken, was anders zu machen. Und das glaube ich, macht eben so die Vielfalt auch aus, die auch wichtig ist. Und es gibt ja nicht das absolut Richtige, sondern worauf achte ich in meiner Organisation? Mhm. Weil man kann ja, glaube ich, nicht alles beachten. Man muss sich schon auf ein paar Dinge konzentrieren. Und halt bei manchen halt normal sein, bei anderen dann exzellent, so ungefähr. Mhm. Ja, spannend. Ja, ist auch das, was Johannes Ernstberger gerade so ein bisschen hat anklingen lassen, so die Vergleichbarkeit und was machen denn dann auch andere. Wie ist es Ihnen denn gegangen, Herr Geisel? Vielleicht noch eine zweite Stimme, die wir einladen. Ja, war ein spannender Prozess. Wir sind mit Abstand das jüngste Unternehmen gewesen, haben eigentlich quasi das erste Jahr von unserer Unternehmensgründung auch gleich als Zertifizierungszeitraum gehabt. Deswegen war das für uns eigentlich auch eine gewisse Chance, gleich noch Themen mit reinzubringen, die Unternehmensentwicklung, Gründungsphase, die wir vielleicht noch nicht am Schirm hatten. Das war ganz spannend. Gleichzeitig die Belastung ist eh schon recht hoch gewesen, das Unternehmen aufzubauen. Und das war schon extremer Mehraufwand. Also ich glaube, das ging allen so. Aber ich habe echt gemerkt, das hat mich auch oft an Grenzen gebracht. Ich hatte Gott sei Dank noch Unterstützung. Ein Tech-Genosse, der auch beim Kollektiv aktiv ist, der hat mich sehr entlastet eine Zeit lang. War aber wirklich auch spannend, so die anderen Unternehmen kennenzulernen. Und ja, also ich bereue es nicht, aber es war wirklich sehr anstrengend. Ja, naja, sicher, man macht sich da tatsächlich auf den Weg, einmal alles sozusagen umzudrehen und nochmal reinzugucken. Ja, sehr spannend. Danke. Ich würde nur kurz ergänzen, weil im Chat wird darauf hingewiesen, dass Frau Gerda Braun und Frau Marianne Volt dieses Team vervollständigt hätten, auch als Frauen, aber noch zwei Unternehmen, einfach in dem, einfach nochmal hier die Würdigung, weil sie nicht dabei sein können jetzt online. Danke nochmal für den Hinweis an Matthias Rausch, der das, glaube ich, begleitet hat. Ja, sehr schön. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, wir haben leider ein bisschen die Herausforderung mit der Zeit, weil es doch einige Unternehmen sind dieses Jahr und deswegen hier schon so ein bisschen die Challenge-Frage und da ist jeder von euch gefordert. Nach der Bilanzierung ist eigentlich auch immer vor der Bilanzierung, wir haben es auch von Johannes gehört, es ist eigentlich ein fortwährender Entwicklungs- und Verbesserungsprozess. Und jetzt ist die Bitte an jeden von euch, von Ihnen, diesen Satz zu vervollständigen mit einem Wort.
Ich werde zur Verbesserung meines Scores, also meiner Bewertungszahl in den einzelnen Feldern, in den nächsten Monaten konkret anpacken. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, ganz konkret hat es bei uns schon angefangen, nach dem Abschluss des Berichts, dass wir angefangen haben zu schauen, wie können wir die CO2-Belastung in der Produktion reduzieren durch Verbesserung von Maschinen bei unseren Produzenten. Also wie können wir tatsächlich in der Lieferkette kooperieren, um zu schauen, dass da eine Modernisierung passiert. Und das wird in den nächsten Monaten weitergehen. Spannend. Danke, Herr Dr. Charalampakis. Ich habe schon ein schönes Projekt im Laufen, die klimaneutrale Arztpraxis. Und ich bin auch Unterstützer der Initiative Klimaentscheid Landshut mit dem Ziel, das Stadtgebiet bis 2030 klimaneutral zu gestalten. Und ich habe für mich als Praxisunterstützer diese Initiative ein ehrgeiziges Ziel gesteckt, bis Ende 2023 klimaneutral zu sein. Und das ist ein sehr realistisches Ziel. Ich habe die meisten Schritte in diese Richtung schon getan. Und vielen Dank. Noch zwei Projekte dazu. Ja, Barrieren abbauen in der Praxis und auch das Themenfeld ethische Haltung im Umgang mit Geldmitteln. Ich habe meine Bankenkonten umstrukturiert. Dankeschön. Ja, sehr schöne Einblicke. Herr Schubert, Herr Geisel, wirklich ganz kurz noch, was steht bei euch an? Ja, bei uns steht an, weil ja bei uns eine besondere Konstruktion ist, dass die Hauptlieferanten sind auch Gesellschafter und wir haben nur die Genossenschaft bilanziert und jetzt steht eigentlich an, dass alle unsere Hauptlieferanten, die das meiste beitragen, sich selbst auch bilanzieren lassen. Ah. Damit wir da sozusagen die Lieferkette noch ein bisschen tiefer betrachten können. Spannend. Mhm. Und was im IT-Bereich noch geht, und es ist sehr, sehr schwierig. Also das ist eins der dicksten Bretter, die wir da haben. Also eine Lieferkettenbetrachtung in der IT gibt es wenige Anbieter, die es ganz mühselig probieren. Und wir versuchen es halt in unserem kleinen Bereich, soweit es irgendwie geht, zu betrachten und besser zu betrachten noch. Mhm. Aber viel Erfolg. Tolles Beispiel dann auch. Danke. Im Chat auch schon Applaus. Geisel. Ja, ich habe mir jetzt den Kopf zerbrochen, ein Wort zu finden. Das ist unmöglich. Aber bei uns ist auf jeden Fall die Aufgabe, vom Ehrenamt mehr noch in die bezahlte Arbeit zu kommen und da einfach faire Löhne an die Mitarbeiter aufzubauen, auszubauen. Das ist auf jeden Fall ein ganz großer Punkt bei uns, weil halt unsere Initiative schon auch sehr idealistisch geprägt ist und es dann tatsächlich manchmal zu Selbstausbeutung führt. Wichtiger Hinweis. Vielen Dank. Jetzt bitte ich Sie nochmal alle, Ihre Urkunde hochzunehmen, wenn Sie dabei haben, weil wir wollen ein kleines, wer es nicht dabei hat, nicht, dann einfach als genau Daumen hoch. Ein wir machen ein Foto. Genau. Michael. Genau, lächeln. Super. Das wird später alles zusammengelegt, dann ist die große Dankeschön. Gruppe. Genau. Vielen Dank. Dann bitte ich. Dann geben wir dem Michael von Gericht eine kurze Zeit, euch wieder von der Bühne zu holen. Genau. Und ich beginne einfach schon mal mit der nächsten Peergruppe. Das sind die Peergruppe aus Kempten. Die können Sie schon mal bereit machen. Auch dort wird eine Frage gestellt werden und eine Abschlussfrage. Ich rufe auch die Frau Laura Schmidt aus Allgäu GmbH Gesellschaft für Standort und Tourismus. Dann Herr Martin Kenzi, Freilich Unverpackt. Stefanie Grömer und Martin Kenzi, GbR, um es vollständig zu sagen. Stefan Friedelmeier, der Vorstand von Füssen Tourismus Marketing. Genau. Und Alexander Geißler, Inhaber von Matlihüs. Dann Herr Andreas Gütler, Naturerlebniszentrum Allgäu, Bund Naturschutz, Ökostation Schwaben, eingetragener Verein. Frau Christine Machacek,
geschäftsführende Gesellschafterin von SÄB, also SÄBU, SÄBU, Holzbau GmbH, und Herr Dieter Harand, Verwaltungsleiter in Wertachtal Werkstätten GmbH. Herzlich willkommen, die Peer-Gruppe aus Kempten. Auch von meiner Seite herzlich willkommen. Ja, Kempten ist dieses Jahr wirklich in der Vorreiterschaft. Es gibt sogar zwei Gruppen, also wenn ich das richtig erinnere. Und was mir bei eurer Gruppe aufgefallen ist, oder an Antje und mir, ist, dass doch eher eine Heterogenität da ist. Einmal schon über die Region, also ihr seid ja alle im Bereich Kempten unterwegs. Und dann haben wir so einen leichten Schwerpunkt auf das Thema Tourismus gesehen. Also es sind doch einige da, die Angebote machen an Gäste oder die sich eben direkt auch mit dem Thema Tourismus und regionale Verankerung, also dass sozusagen auch sanfter Tourismus möglich ist. Und deswegen haben wir uns eher eine Frage hier rein überlegt. Und da werden jetzt natürlich die Personen eingeladen, die stärker im Tourismus tätig sind. Und zwar, inwieweit hat denn eigentlich Gemeinwohl im Zusammenhang mit Tourismus Bedeutung? Hallo zusammen. Ja, Tourismus entwickelt sich natürlich jetzt immer mehr weiterhin zum Lebensraumthema. Also auch die Eigenschaften, die die Region an sich vorweist, werden zunehmend beachtet als wertvolle Ressource, auch die Landschaft an sich. Und da macht der Tourismus nicht nur im Allgäu, sondern überall eine wirklich gute Entwicklung. Und inwieweit hat da euer Bilanzierungsprozess Dinge aufgedeckt oder noch vertieft? Also sehr gut war diese Reflexion einfach sich selbst gegenüber. Also das haben wir schon gemerkt, dass man noch Verbesserungspotenzial hat. Viele Dinge wussten wir auch vorher nicht, wie zum Beispiel diese Lieferantentabelle. Die war für uns sehr aufschlussreich. Wir haben vor allen Dingen beim Thema Mitarbeiter punkten können, was ja auch als Gesellschaft für Standort und Tourismus wichtig ist, da auch eine Vorbildrolle zu sein, weil gerade Fachkräfte natürlich auch ein wichtiges Thema für im Bereich Tourismus ist. Ja, aber vielen Dank dafür fürs Erste. Und wir haben auch noch eine zweite Frage, weil natürlich das auffällig ist, dass eine gewisse Heterogenität da ist. Entstehen denn durch so eine Peer Group, die so in der Region stark verankert ist, das ist jetzt eine zweite Frage an jemand anders, Frau Schmidt, entstehen denn da auch Netzwerke, also die dann über längere Zeit tragen, und wie gestaltet sich das? Vielleicht eine zweite Stimme. Gut, also wenn Sie jetzt wieder einen Touristiker fragen, definitiv. Auch wir haben natürlich Lieferketten und sind nicht nur fixiert auf touristische Anbieter. Dementsprechend sind solche Netzwerke dann wertvoll, und abgesehen davon lernt man definitiv auch von den anderen Unternehmen. Wir sind ja als Tourismusunternehmen diejenigen, die oftmals Leistung von anderen empowern, möglicherweise auch in die richtige Richtung bringen. Und dann auch präsentieren. Jetzt haben wir die eigene Leistung, aber vor allem auch die Leistung von anderen. Und dementsprechend sind wir es auch natürlich gewöhnt, in Netzwerken zu arbeiten, aber nicht automatisch branchenübergreifend. Und dann Lernen von anderen ist natürlich für uns auch wirklich sehr, sehr wertvoll. Also dementsprechend sind wir da wirklich dankbar für den Prozess, weil wir den ohne diesen Prozess sicherlich nicht so angegangen wären, wie wir das jetzt gemacht haben. Ja, sehr schön. Ich würde sagen, dann leiten wir über zu dir, zu der Frage. Genau, dann dürfen jetzt alle aktiv werden. Und zwar auch hier wieder eine kleine Challenge-Frage, bitte vervollständigen den Satz. Wenn ich es mir wünschen könnte, wäre unsere Region in 5 Jahren... Klimaneutral. Klimaneutralität. Herr Friedelmeier. Eine Vorbildregion für enkeltauglichen Tourismus. Ich habe gelernt, enkeltauglich, toll. Ja. Gemeinwohlorientierte Tourismusdestination. Allgäu. Viele gemeinwohlbilanzierte Unternehmen, damit man gut zusammenarbeiten kann. Wäre auf jeden Fall auch eine gute Entwicklung. Schön. Eine Region, die sich, wo immer möglich, mit Lebensmitteln, so gut es geht, selbst versorgt. Also die möglichst lokal bezieht.
Auch sehr schön. Frau Martin. Ich würde mich der Laura anschließen. Also in 5 Jahren, es wäre schön, wenn es viele GWÖ-zertifizierte Unternehmen geben, die sich auch untereinander vernetzen. Schön. Ja, ich würde mich freuen, wenn die Menschen in der Region wissen, was Gemeinwohlökonomie ist. Ja, spannend. Gehen wir gern gleich weiter an den Markus und an den Michael. Prima, gut. Ja, das sind ganz, ganz schöne Impulse und Stimmen gewesen. Und auch jetzt habt ihr oder Sie alle Gelegenheit, die Urkunde, die ihr bereits erhalten habt, einmal kurz hochzuhalten. Und dann wird der Michael ein schönes Foto von uns allen machen. Herr Güttler, passt so prima. Oh, Frau Schmidt, man sieht es leider nicht durch den Hintergrund. Ja, und ich kann nicht wegmachen, leider. Ah, okay, ja, schade, gut, aber Moment, gleich den Daumen hoch. Eine Sekunde, ja, doch, jetzt. Oh, super. Ja, sehr schön. Klasse, so einmal lächeln. Super. Vielen herzlichen Dank. Das war eine ganz tolle Runde. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Und dann dürfen wir euch wieder von der Bühne bitten, beziehungsweise werdet ihr von der Bühne geholt, um der nächsten Gruppe Platz zu machen. Antje, gerne du. Ja, die nächste Gruppe, Peer-Gruppe aus München. Ich freue mich sehr, Herrn Bernhard Kurz von der IFUB GmbH auf die Bühne zu bitten. Dann Herr Daniel Düsterhus von München kocht. Dann Herr Michael Meyer vom Reformhaus Meyer EK. Dann Herrn Andreas Herrmann, Geschäftsführer Schwabinger Automobilhaus GmbH und Co. KG, auch Christoph Mandl von Trinzischen Woods GmbH. Also ganz herzlich willkommen auch diese Gruppe. Ihr seid ja aus München alle. Das eint euch hier an der Stelle. Genau, anhand der Gemeinwohlmatrix. Und das ist jetzt für die, die im Zuschauerraum sitzen und sich vielleicht noch nicht so ganz vertraut sind mit der Gemeinwohlbilanzierung, gibt es ja verschiedene Anspruchsgruppen. Das sind einerseits Lieferanten, Kunden, die Mitarbeitenden natürlich, die Öffentlichkeit, die Geldgeber. Das sind 5 verschiedene Anspruchsgruppen. Was denkt ihr denn eigentlich, wie werden sich künftig die Erwartungen eurer Stakeholder, insbesondere eurer Kunden, durch dieses ganze Thema Nachhaltigkeit verändern? Und inwieweit fühlt ihr euch jetzt dafür auch gerüstet durch diesen Prozess der Gemeinwohlbilanzierung, den ihr durchlaufen habt? Also Nachhaltigkeit ist jetzt nun wirklich in quasi fast aller Munde. Da kommt man jetzt ja schon fast nicht mehr drum rum. Was hat sich für euch, was spürt ihr da, dass die Kunden eher nach was fragen Richtung Nachhaltigkeit und inwieweit fühlt ihr euch jetzt dadurch besser gerüstet? Gerne 1, 2 Stimmen aus eurem Kreis. Ja, kurz. Also für uns ist ein Riesenthema. Wir sind ein Planungsbüro Architektur und Innenarchitektur machen wir. Und wir haben uns da auch im Zuge des Bilanzierungsprozesses relativ stark dahingegen orientiert, dass wir das auch viel präsenter auf unserer Webseite machen. Wir nennen das gemeinwohlorientierte Architektur und Innenarchitektur. Wir haben da 10 Punkte aufgestellt. Die sind jetzt nämlich seit letzter Woche auf der Webseite. Ich freue mich total. Ja. Also mal gucken, mal anschauen. Und das Positive daran ist, wir kriegen sehr viel Feedback dazu. Also sowohl zu dem, wie wir intern agieren, als auch extern. Und wir haben auch, das besonders schön ist, einen Auftrag bekommen, nicht weil wir die günstigsten waren, sondern weil wir die, mein Büropartner sagt immer, die Bio-Banane waren statt der Banane. Ja. Genau, und das war, also ich denke mal, wir sind gut vorbereitet und unsere KundInnen sind da definitiv auch hinterher. Also beim Bauen ist es ein Riesenthema. Ja, ich glaube, den Auftrag habt ihr nur drückt, weil du immer die Hammer auf hast. Weil er immer die Hauben auf hat. Das war ganz wichtig bei uns in der Gruppe. Ach so. Okay. Ja, ja, man merkt schon, da wachsen dann auch Freundschaften, wenn man so gemeinsam durch Höhen und Tiefen geht. Herr Düsterhus, war noch eine zweite Meldung zu dem Thema. Wie weit merkt man das? Dass Sie ja,
Also ich glaube einfach, das bringt uns einen unheimlichen Wettbewerbsvorteil auch. Gerade die Auflagen, die auf oberer politischer Ebene getroffen werden, da wir, oder zumindest ich bin ja auch ein Lieferant von Firmen. Und wenn ich dann gemeinwohlbilanziert bin und auch die Richtung gehe, dass dann schon Firmen gucken, wer geht in diese Richtung mit Nachhaltigkeit und dass ich dann natürlich auch an erster Stelle stehe, definitiv. Aber das ist natürlich nicht nur der einzige Grund, sondern ich mache es natürlich auch aus Überzeugung und nicht, um da irgendwie großartig Geschäft abzugreifen. Wir wollen ja alle unseren Beitrag dazu tun und von daher ist es eine gute Sache. Und ich freue mich auf den weiteren Weg jetzt. Jetzt fängt die Arbeit erst richtig an. Vielleicht ganz kurz, was macht München kocht? Wie der Name schon sagt, München kocht. Also ich bin ein Event- und Kochlocation im Münchner Westend, in der man jegliche Art von Veranstaltungen durchführen kann, zumeist in Verbindung mit Kochen. Das heißt für Firmen 20 Leute, eine Abteilung, die dann zusammen eine Incentive haben und zusammen kochen und einen schönen Abend miteinander verbringen. Okay, und da fragen dann Kunden auch tatsächlich direkt nach, ob das auch irgendwie Bio-Kost und solche Dinge sind. Also absolut, ja. Also ich bin auch Bio-zertifiziert, Bioland-zertifiziert und das ist eigentlich, das kommt bei den Kunden unheimlich gut an. Super. Ja. Ich glaube, dass die Erwartungshaltung deutlich sich auch steigert, gerade wenn wir jetzt zum Beispiel rausschreiben, dass wir gemeinwohlökonomisch bilanziert sind. Dann wird das Nachhaltigkeitsthema auch in der Erwartungshaltung deutlich steigern bei uns, also aus Kundensicht, was auch gut ist, weil das einen gewissen Druck aufbaut und uns natürlich noch ein bisschen mehr Impuls gibt, dass wir da schneller vorwärts kommen. Also wir freuen uns drauf. Genau. Sehr schön. Und Herr Mandl, Sie hatten auch noch einen Impuls? Ja, nur ein kleiner Hinweis, aufbauend auf sozusagen die kleine Fehlinformation vom Anfang. Wir sind eine GmbH, das heißt eine gemeinnützige GmbH. Und für uns ist das Anliegen eigentlich auch zu zeigen, dass das Thema Verantwortungseigentum und Gemeinnützigkeit, das heißt das Loslösen von dieser klassischen Gesellschafterrolle, überhaupt nichts Dramatisches ist, sondern dass es letzten Endes trotzdem eine wunderbar zu führende Unternehmensmöglichkeit ist, die letzten Endes uns allen zugutekommt und nicht nur Individualinteressen vielleicht verfolgt. Und deshalb ist das so ein bisschen auch der Versuch gewesen, eben dieser Verantwortungseigentumsthematik damit auch ein bisschen zu fördern auf einer anderen Schiene. Und vielen Dank für die Berichtigung, das ist mir total wichtig, weil ich persönlich auch super Kontakt habe mit gemeinnützigen Unternehmen. Das ist wirklich immer mehr, was auch kommt, wo die Gründung auch herausfordernd ist, weil es noch gar nicht so oft passiert ist. Also toll. Auch 10 Punkte abgeräumt damit, ja. Ja. Genau. Herr Herrmann, Sie wollten auch noch was dazu sagen. Ja, ich wollte schnell klarstellen, weil der Name etwas irreführend ist. Schwabinger Automobilhaus ist ein uralter Familienunternehmensname, aber ich bin eigentlich auch in einem anderen Sektor, aber im Immobilienbereich tätig und da ist natürlich Energieverbrauch, auch Vermietung, faire Mieten, wie renoviert man, also all diese Themen haben wir viele Feedbacks ausgetauscht, auch Suffizienz und so weiter. Also es war höchst interessant, möchte ich jetzt bloß am Anfang kurz zu dieser Frage sagen. Und die Erwartung in dem Bereich steigt definitiv jetzt schon und wird in die nächsten Jahre sicher ein heißes Thema bleiben. Super. Ganz konkret, bitte vervollständigt diesen Satz. Meine Kunden bemerken ganz konkret, dass wir ein gemeinwohlbilanzierendes Unternehmen sind, an. Also bei uns steht vorne drauf, Architektur und Innenarchitektur für das Gemeinwohl. Steht auch auf unserer Tür, steht auf der Webseite und jetzt auch die Gemeinwohlbilanz seit kurzem auf der Webseite. Und wie spüren Sie das oder wie nehmen Sie das wahr? Dieses Spüren, ja, Sie wissen es auch noch nicht so lange, deswegen weiß ich nicht genau, wie Sie es spüren, aber wahrnehmen tut man es an allen Ecken und Enden. Da kann man unsere 10 Punkte anschauen, die wir gerade eben auf unserer Website gestellt haben. Und morgen erzähle ich drüber in einem kurzen Impuls, also über die Gut. Mitarbeitenden. Da, wer es, wen es interessiert, da kann ja dann da reinhören. Guter Hinweis. Also einmal auf die Website schauen und einmal morgen auch dabei sein. Herr Düsterhus. Ja, also bei mir ist ja der Vorteil, dass ich dann bei den Events 4 Stunden mit den Leuten mitfeiern darf und man kommt in ganz intensive Gespräche auch und es gibt vorher eine kleine Introduction, was an dem Abend passiert
und was München Kocht auch macht und welche Wege München Kocht geht. Und da wird das eigentlich schon alles kommuniziert. Und ich habe in der Tat Leute, die stehen und die applaudieren dann auch und sagen, tolle Sache. Und wir sind mit unserem Unternehmen auch schon so weit und wir wollen auch in die Richtung. Und dann kommt man auch ins Gespräch und tauscht sich untereinander aus. Und ja, also ich habe da immer einen sehr guten direkten Draht auch dazu. Und das freut mich und das macht unheimlich viel Spaß, auch dieser Austausch. Ja. Man merkt es an Ihrer Begeisterung. Entschuldigung, ich falle immer so leicht in dieses... Sehr gerne auch das Du. Danke. An der Begeisterung. Gut, sehr schön. Gern noch die anderen Stimmen. Herr Mayer. Ja, die Kunden merken es dann hoffentlich an der Atmosphäre, also einfach am Sein mit ganz vielen Themen, die natürlich das Gemeinwohl angeht und dass wir das auch leben. Und das natürlich erst Stück für Stück. Also wir sind ja noch ganz am Anfang. Gell? Also da ist Weltmeister wie der IFOP oder so, die noch einen Punkt haben, da sind wir ja ganz am Anfang. Von dem her, Stück für Stück weiter. Und ich möchte an dieser Stelle, das ist zwar nicht die Frage, aber ich sage es trotzdem, vielen herzlichen Dank an die Kerstin, an den Markus und den Matthias, dass sie uns so genial durch diese Peergruppe erst virtuell und dann Präsenz gefördert hat, geleitet habt. Also das ist Es war nie langweilig, das weiß wahrscheinlich jeder, der das gemacht hat. Und es war recht egal. Vielen Dank. Ja, Herr Herrmann. Ja, ich kann vielleicht sagen, ich habe mir jetzt auf meine To-Do-Liste geschrieben, meine viele Intensivierungen, vor allem mit Gewerbemietern im Hinblick auf Energieverbrauch. Das Finanzenthema ist ja hier auch schon angesprochen worden, vielleicht noch im Zug der Zusammenarbeit mit den Banken natürlich hier nochmal ein bisschen mehr in Richtung Gemeinwohl zu gehen. Gespräche sind schon geführt worden und Kunden sind ja bei mir ein Mix, also auch Mieter, da ist es zu der Frage vielleicht auch der persönliche Einsatz, die Transparenz und das alles unterm Hut und noch bei einigermaßen fairen Mieten in München zu bleiben, ist auch eine Herausforderung. An fairen Mieten. Ja, Wahnsinn. Ja, super. Vielen Dank. Und Herr Mandl zum Abschluss noch. Ja, zum Abschluss. Dann bleibt mir nur was ganz Banales zu sagen letzten Endes. Wenn wir immer mehr Waldbauern mal davon überzeugen können und sie uns dann nicht komisch angucken, wenn wir auf einmal Buchen pflanzen. Weil es wird immer noch teilweise in den deutschen Wäldern der Kopf geschüttelt, wenn man sich mit Laubholz befasst und das konkret fördert und pflanzt und macht und tut, wobei wir dringend die Mischwälder bräuchten. Also wenn ich mehr Waldbauern finde, die dann sagen, super, machen wir auch, wir sind dabei, dann wäre es wunderbar. Wunderbar. Sehr schön. Gut, dann bitte ich jetzt auch hier. Herr Herrmann, gibt es noch was ergänzen? Entschuldigung. Ein bisschen Zeit haben wir noch, aber. Ganz kurz, ich möchte Hallo sagen. Ich habe nämlich schon einen meiner Hauptlieferanten, der ist jetzt GWÖ-Mitgliedsunternehmen und ich glaube heute auch dabei, wo viel im Bau getätigt wird. Das freut mich wahnsinnig und das ist natürlich auch ein Ziel von mir, dass all diese Firmen, wo man zusammenarbeitet, sich mit denselben Zielen beschäftigen. Danke fürs Dabeisein und mitmachen. Wunderbar. Jetzt auch hier die Gruppe. Ein kleines Foto. Wer hat die Urkunde dabei oder die Daumen hoch für einen Abschluss-Screenshot? Ah, da sieht man leider nur die. Oh, Herr Düster, muss sie verschwinden. Genau. Gut, ja, jetzt super. Jetzt lächeln. Super. Okay. Vielen Dank. Ganz, ganz herzlichen Dank. Sehr schöne Runde. Vielleicht ergänze ich jetzt gerade nochmal, der Matthias Rausch, er schreibt gerade im Chat, das lesen vielleicht auch alle, aber ich finde es würdig, nochmal zu benennen. Diese Gruppe hat übrigens gemeinsam den ersten durch Transition Woods bewirtschafteten GWÖ-Wald finanziert. Also wunderbar tatsächlich, wie sich da konkret Netzwerke für konkrete Umsetzung finden. Ja, dann verabschieden wir die Gruppe und leiten langsam über in die nächste Gruppe. Viel Applaus im Chat. Ich lasse dem Michael ein bisschen Zeit, nicht, dass ich wieder zu schnell bin. Genau. Und leite einfach schon textlich ein Stück über. Die nächste Gruppe ist eine Gruppe, die sich sehr intensiv mit der Gemeinwohlökonomie auseinandergesetzt hat. Ja, das sind die Gemeinwohlberater, die sich zusammentun und natürlich auch eine Bilanzierung machen und sich auseinandersetzen, was es für sie persönlich bedeutet. Und ich darf einladen, die Gruppe beginnend mit Herrn Bernd Hümmer.
Dann bitte ich Herrn Markus Hölzel auf die Bühne in diesem Fall. Dann Herrn Jochen Siebel, hier aus der Landsberger Region. Frau Judith Landes. Frau Kerstin Trümper-Kumaus. Und Herrn Wolfgang Reishofer. Herzlich willkommen. Ja, klasse. Viel schon von euch gehört heute, also von der Art, von eurer Arbeit haben wir gehört, die Begleitung, ganz wichtig, der einzelnen Unternehmen, die sich auf den Weg machen Richtung Gemeinwohlbilanzierung. Und das ist natürlich wunderbar. Die Frage ist, warum seid ihr jetzt sozusagen auch hier zu würdigen, die Unternehmen? Also gibt es da einen speziellen Grund, das vielleicht wichtig wäre für die Teilnehmenden, die noch nicht so stark mit der Gemeinwohlökonomie vertraut sind? Ja, Frau Landes, wunderbar, Ladies first. Genau, hallo. Hallo. Das Beratersein ist ja das eine, das ist aber bei mir nur ein Teil von meiner Tätigkeit. Also ich gebe Seminare, mache Moderationen und habe Konfliktklärung. Und da war es für mich auch interessant, einfach mal mich auch als Einzelunternehmerin dazu durchleuchten und mal zu gucken, wo sind denn so Stellschrauben, wo ich auch selber noch was machen kann an mir, an meinem Unternehmen. Erstmal ist ja das eine Voraussetzung, überhaupt, glaube ich, mal andere Unternehmen auch begleiten zu können, dass man, glaube ich, eben sich selbst auch dafür qualifiziert. Und zu dieser Qualifizierung gehört natürlich auch, sich selbst zu bilanzieren. Also ich denke mal, das ist eine ganz wichtige Voraussetzung. Und ich glaube mal, man muss auch selbst diesen Prozess einfach gut durchdrungen haben, um, glaube ich, auch mit anderen Unternehmen gemeinsam dann die Fragen zu stellen und die Themen gemeinsam zu diskutieren und Unternehmen dabei zu unterstützen, auch selbst den Weg zur Enkeltauglichkeit zu finden. Eine zweite Frage, die wir mitgebracht haben. Ihr habt euch entschieden, auf diesen Weg zu gehen, andere Unternehmen zu begleiten in diesem Prozess. Das ist natürlich schon ist eine wichtige Rolle, die ihr habt. Was begeistert euch denn daran ganz konkret an dieser Aufgabe, an dieser Rolle? Frau Trümper-Kumaus. Also was ich finde, es macht einfach irrsinnig viel Spaß. Es macht irrsinnig viel Spaß, einmal selbst diesen Prozess durchzugehen. Also er hat mir tatsächlich bei mir selber Freude bereitet, bei der eigenen Bilanzierung. Und es macht aber auch wirklich große Freude zu sehen, wie sich andere Unternehmen entwickeln, wie sie sich austauschen, wie sie sich gegenseitig befruchten. Also das ist natürlich ein wahnsinniges Stück Arbeit, so eine Bilanz zu schreiben, aber es ist unglaublich bereichernd und macht Spaß. Also deswegen mache ich das. Und zu sehen, wie eben Menschen oder Unternehmen sich weiterentwickeln, vorankommen. Gab es irgendwie mal so einen Aha-Moment in so einer Begleitung von einem Unternehmen, wo man sagt, das war jetzt wirklich spannend? Es gab sehr viele, also ein durchgehender Aha-Moment. Ich durfte ja diese wunderbare Peer-Gruppe, die vorher dran war, mit begleiten. Und das war ein einziges Aha-Erlebnis. Also da gibt es keine bestimmten Punkte, das war einfach nur großartig. Okay, gut, dann haben wir vielleicht noch eine zweite oder dritte Stimme. Eine Momentaufnahme aus eurer Arbeit. Jochen. Ja, also ich bin einfach begeistert, wie die Unternehmen, die mich eingeladen haben, selber in Bewegung kommen und auch in ihrem Umfeld regelrecht Unruhe stiften, indem sie Denkgrenzen überwinden und einfach weitergehen in ihrem Anspruch, auch wie wir miteinander arbeiten und leben wollen. Und das funktioniert, das ist das Faszinierende zu sehen. Sie erreichen was. Sehr schön, ja. Noch eine dritte Stimme? Herr Hümmer? Ja, ich würde es mal mit dem Thema Purpose umschreiben. Also ich bin jetzt seit vielen Jahren Strategieberater, auch bei großen Unternehmen. Das macht man, das sind auch nette Leute. Aber Unternehmen auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit in die Gewöhnung zu begleiten, ist einfach was anderes. Ja, das ist einfach ein anderes Sinn dahinter. Tagessätze sind geringer, aber dafür ist der Sinn mehr und das inspiriert einfach einen auch selber und ja. Ist der Grund, warum ich das mache. Ja, bingo. Ja, sehr schön. So, Herr Reishofer möchte bitte noch was gerne dazu sagen. Ja. Der Aha-Effekt oder der Impuls, der bei mir da steckt, ist,
bin ja eigentlich hauptberuflich in der IT-Beratung unterwegs, wo genau die Unternehmen, die mein Arbeitgeber bevorzugt, den anderen Weg noch gehen und sehr stark noch zwar versuchen, jetzt einen nachhaltigen Weg einzuschlagen, aber nach dem GWO-Gedanken nur Greenwashing betreiben. Und deswegen habe ich mir gedacht, mein junges Unternehmen, Nebengewerbe, noch Nebengewerbe, es soll ja weiter wachsen, basiert auf einer starken Partnerschaft zu einem Fischereiverein mit Wasser. Und ja, ich wollte das einfach gleich von Grund auf mein persönliches eigenes Gewerbe nachhaltig ökologisch ausrichten. Und ein Teil der Peer Group kam auch aus dem Lernweg zustande und hat viel Spaß gemacht, und mit anderen Beratern sich zu verknüpfen, zu vernetzen und dieses Netzwerk einfach auszubauen. Ja, ihr bekommt ein bisschen eine anspruchsvollere Challenge-Aufgabe. ganz kurz vielleicht vorweg für die Personen im Publikum. Die Frage geht auf die große Transformation unserer Wirtschaft, und das ist auch schon ein bisschen so der Vorgriff auf heute, den zweiten Teil des Nachmittags. Damit ist gemeint, dass wir wirklich eine Herkulesaufgabe vor uns haben, wirklich einen kompletten Mindshift auch zu machen, weg von Renditeorientierung hin eben mehr zu Sinnorientierung und zu eben Enkeltauglichkeit. Und das wird in der EU als die große Transformation bezeichnet. Und nun für euch, liebe Beraterinnen und Berater, die sogenannte große Transformation unserer Wirtschaft braucht von uns allen vornehmlich, Punkt, 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 was braucht es von uns allen? Jochen. Das Herz. Schön. Markus, du hast auch schon einen Impuls. Ja, die große Transformation ist am Ende wahrscheinlich die Summe von vielen kleinen Schritten. Und es gibt ja den schönen Spruch, wenn viele kleine Menschen viele kleine Dinge tun, dann ergibt sich am Ende eine große Transformation. Und ich denke mal, wir können das an vielen Stellen tun. Lokal, regional, wir können das zusammentun. Und ich denke mal, die Unternehmen, die wir ja heute schon jetzt gehört haben und gesehen haben, die zeigen das ja auch, dass letztlich hier an so vielen Stellen, glaube ich, Veränderung erforderlich sein wird, dass man da, glaube ich, überall einen Beitrag leisten kann. Und das wird am Ende die große Transformation sein, wenn sie gelingt, was wir alle hoffen. Herr Hümmer. Ja, also ich bin seit 12 Jahren hauptberuflich Professor für nachhaltiges Management an der Hochschule. Und ich habe immer wieder erlebt, wie ich mit Unternehmen an die Grenzen des Systems stoße. Ne? Unser System setzt einfach die falschen Anreize. Die Autoindustrie baut jetzt nachhaltige Autos. Nein, sie baut Elektroautos, die groß und dick sind, mit denen sie viel Geld verdienen können. Aber nicht nachhaltige Autos, weil das System die falschen Anreize setzt. Und deshalb glaube ich, neben dem, was vorher gesagt wurde, brauchen wir einfach marktgerechte Anreize durch die Politik, Veränderung der Rahmenbedingungen, so wie es die GWÖ ja fordert, damit sich da was bewegen kann. Denn die überwiegende Zahl der Manager, die ich kenne, sind anständige Menschen, gefangen aber in einem marktwirtschaftlichen System, das ihnen die falschen Anreize absetzt. Sehr spannend. Mhm. Frau Landes. Ich möchte jetzt nochmal vom großen System runtergehen auf die kleineren Schritte, die wir alle so tun. Und das sehe ich an meinem Beitrag. Wir haben wahnsinnig viele positive Beispiele über dieses Lohn zu reden, dieses Lohn zu teilen. Und wir müssen nicht immer das Rad neu erfinden. Und ich würde es gerne einfach hier nochmal die Plattform nutzen. Wir haben jetzt vor einen Workshop zum Beispiel zum Thema Lichtverschmutzung zu machen im März für Unternehmen. Das ist ein kleiner Beitrag, aber mit einer wahnsinnig großen Wirkung. Und ich glaube, wir brauchen für diese Veränderung, klar, die Veränderung der Rahmenbedingungen, aber auch nochmal viel mehr so dieses bei mir selbst ansetzen und schauen, was wir wirklich machen können. Lasst uns über das Positive reden, was schon läuft und was gemacht wird. Sehr, sehr schön. Frau Kummers. Ich knüpfe an das, was der Jochen gesagt hat. Also auf jeden Fall Herz, aber auch Leidenschaft und Begeisterung für eine und den tiefen Glauben, dass es gelingt für eine enkeltaugliche Zukunft.
schreibe das jetzt mal mit, weil das sind wirklich so schöne Dinge. ja, schön. Und Herr Reishofer, haben Sie noch einen Impuls? Was braucht es? Nachdem ich durchaus jetzt noch mit vielen Großen auch zu tun habe, würde ich die Idee von unten untergraben. Es braucht den Zusammenhalt und die Überzeugung von jedem Einzelnen, sprich Mitarbeiter steuern unter Umständen ja auch dann die großen Angebot und Nachfrage. Und da würde ich ansetzen, dass, so wie Bernd Hümer gesagt hat, es gibt die Unternehmer, die den Gedanken haben, aber nicht raus können. Aber wenn auch die breite Gesellschaft davon überzeugt ist, dann muss sich oben was bewegen. Also ich würde von beiden Seiten an das Thema rangehen. Also das ist wirklich wunderbar. Jochen, du hast noch einen Impuls, bevor ich die Zusammenfassung schreibe. Eine kurze wichtige Ergänzung. Ich glaube, auch zu dem, was der Bernd gesagt hat, dass wir vor allen Dingen Erfahrungen brauchen, dass Unternehmen, die sich stellen, das heißt, die bereit sind, ihre eigenen Transformationspfade freizuschneiden und da auch zu gehen, dass die erfolgreich sein sollen, dass die den anderen zeigen sollen, wo der Hammer hängt. Und das kann ich mir im Moment wirklich vorstellen, weil dadurch, dass die Unternehmer an ihrer Identität arbeiten, haben die einen klaren Kurs und damit tatsächlich inhaltlich einen Wettbewerbsvorteil. Und mir kommt es in meiner Arbeit wirklich darauf hin, an genau das zu stärken. Wenn die anderen sehen, oh hoppla, das funktioniert, das bringt die Unternehmen vorwärts, dann kriegen wir eine Bewegung. Also prima. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ist sehr schön, was wir zusammengetragen haben in dieser Mikrorunde. Und nun auch für euch, für Sie die Einladung, die Urkunde in die Kamera zu halten, damit der Michael von Gericht ein schönes Foto machen kann von uns allen. Sehr schön. Jetzt bitte einmal lächeln. Super, ganz herzlichen Dank. Dann wird euch, dann dürft ihr von der Bühne, so langsam werdet ihr runtergeholt. Tschüss in die Gruppe. Tschüss. Tschüss. Ich gebe dir das Wort, Antje. Ja, schau nur in den Chat, da gibt es immer nette Kommentare von vorbildlich und auch noch Hinweisen und Vernetzung. Ja, wunderbar. Ja, wir sind gut in der Zeit und möchte dann ja ganz entspannt auf die nächste Gruppe überleiten. Es ist jetzt keine Peergruppe, hat nicht zusammengearbeitet, die haben es die Blanka und ich zusammengestellt unter den Begriffen Technik, Kommunikation, Medien. Und möchte ich beginnen mit Frau Barbara Klaassen von Devega Medien GmbH. Herzlich willkommen. Dann Herr Findern Eisenhut von Double/Net Business GmbH. Herzlich willkommen. Und Herr Christoph Richter, Technische Hochschule Nürnberg. Und auch noch herzlich willkommen der Herr Frank Ebinger, auch von der Technischen Hochschule. Wunderbar. Sehr schön. Professor Frank Ebinger, um es ganz klar zu sagen. Ja, steht hier. Okay. Da wollen wir nicht unter den Tisch fallen lassen. Nein. Ja, prima. Ja, herzlich willkommen auch Sie hier alle auf der Bühne. Ich weiß nicht, inwieweit Sie sich kennen, aber wir haben, wie Antje schon sagte, uns die Freiheit erlaubt, Sie zusammen in eine Gruppe zu stecken, weil wir da doch ein paar Gemeinsamkeiten erkannt haben. Und weil das natürlich auch spannend ist zu sagen, weil Technologie, Technik, auch Medienorientierung, also auch viel Kommunikatives und dass Sie, ihr euch auf den Weg der Gemeinwohlbilanzierung gemacht habt, ist natürlich auch nochmal, finde ich, eine spannende Komponente. Und das hat uns gereizt und wir würden gerne den Lichtkegel legen auf das Thema, inwieweit ist eigentlich dieser Prozess der Gemeinwohlbilanzierung, wie wirkt der nach innen, ins Unternehmen oder die Organisation, jetzt wenn wir von der Hochschule sprechen, die doch eher ein starkes Tempo auch hat, viel Wettbewerb auch drin ist in dem Thema,
öffentliche Aufmerksamkeit, also bei medienorientierten Unternehmen, inwieweit wirkt dieser Prozess der Gemeinwohlbilanzierung denn nach innen? Was ist euch Ihnen da insbesondere aufgefallen? Das Ganze war ja eher so in Richtung Unternehmen, aber jetzt beispielsweise bei einer Hochschule, bei einer öffentlichen Hochschule, wie wir es an der TH sind, hatte das schon einen gewissen Aufmerksamkeitscharakter. Also wir haben schon in Richtung Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter viel Interesse wecken können, auch viel Engagement dann mit diesem Interesse verbunden und eine Partizipation, einen hohen Anteil an Partizipation hinbekommen. Also für uns war das als Hochschuleinstitution schon was Außergewöhnliches, mit so einer Bilanz, mit so einer Form der Bilanz mal umgehen zu wollen und das Ganze auch mal zu reflektieren. Also von daher war das nach innen sehr, sehr guter und großer Erfolg, würde ich sagen. Christoph, vielleicht kannst du es noch kommen. Ich konnte nur zustimmen, Frank, und auch, glaube ich, bei den Studierenden hat es schon und wird auch noch Wirkung erzeugen und entfalten. Darf ich kurz zwischenfragen, ist es richtig, dass die TH erste Hochschule? Die erste öffentliche Hochschule in Deutschland, ja. Hochspannend. Ja. Ja, das gebe ich gleich mal weiter. Ich hoffe nicht die letzte. Ja, hoffentlich nicht. Nein, eben, genau. Ich arbeite mit Studenten der Hochschule Augsburg zusammen. Ich sage, da könnt ihr euch mal ein Beispiel nehmen, also auch den Professoren den Anreiz zu geben. Sehr, sehr spannend. Ja, genau. Also das war unsere Frage, inwieweit wirkt es nach innen? Also was für Interessen sind da entstanden oder auch Rückmeldungen? Frau Klaassen, haben Sie da vielleicht noch eine Erfahrung, die Sie gerne teilen möchten? Also wir sind ein Unternehmen mit 35 Mitarbeitern und da war jetzt die Kommunikation oder das Interesse an der Gemeinwohlökonomie schon sehr da. Ist nur leider in den letzten Monaten bedingt auch durch die Pandemie immer schwieriger geworden, sich da zusammenzutreffen oder halt auch auszutauschen. Also weil dann eben die, denen es möglich war, im Homeoffice tätig waren und die in der Produktion drin steckten, halt jetzt auch nicht immer alle so den direkten Kontakt hatten. Und daher ist es leider jetzt gerade so ein bisschen auf Stillstand gekommen bei uns. Das möchte ich einfach nochmal auch sagen. Die Herausforderung ist jetzt einfach auch da. Muss man ganz ehrlich bei allem Motivation und Hype sagen und viel Würdigung und Wertschätzung dafür dran zu bleiben und es auch wieder aufzugreifen und den Momentum dann wieder zu nehmen. Genau. Ja, man muss auch sagen, die Vega, also Sie sind ja als Unternehmen schon länger auf dem Weg der Nachhaltigkeit und der Sinnorientierung. Also ich glaube, da wird auch gut aufgesetzt auf ein Fundament, das schon existiert, aber ich wünsche dafür auch noch viel weitere Wirkung nach innen. Ja, herzlichen Dank für den Beitrag. Herr Eisenhut, Sie heben die Hand. Ja, genau, weil ich vielleicht noch einen Punkt, Sie haben ja gefragt, wie es nach innen wirkt, jetzt während der Bilanzierung oder danach. Ich würde einen Schritt zurückgehen und sagen, bei uns kam es schon von innen, also es kam aus der Belegschaft im Prinzip der Vorschlag. Und also wir sind so 200 Festangestellte ungefähr und da kann man einfach Ideen einsteuern und die Kolleginnen und Kollegen können dann voten und dann wird es unter Umständen auch realisiert und umgesetzt. Und so war das auch bei der Gemeinwohlbilanz. Das heißt, da hatten wir so schon auch eine gewisse Aufmerksamkeit von Anfang an. Die ist dann wieder ein bisschen eingeschlafen, weil während der Bilanzierung einfach ein kleineres Team dran gearbeitet hat. Und jetzt wollen wir aber im nächsten Schritt langfristig auch schauen, wie können wir die Kolleginnen und Kollegen motivieren, Innovation, also Ideen einzusteuern im Kontext dieser Matrix, wenn sie dann diesen Rahmen kennen, weil das hilft dann einfach nochmal auch, um vielleicht neue spannende Ideen zu bekommen, die man jetzt vielleicht noch nicht auf dem Arbeitsbuch direkt bekommt, sondern die von den Menschen kommen, die da arbeiten in der Firma. Genau, das ist eins dazu. Darf ich da nochmal ergänzen? Sie sind ein IT-Unternehmen, nur für die Zuhörenden. Genau. 200 Mitarbeiter, genau. Genau, wir machen Werbung und IT-Bereich. Ja, sehr spannend, weil was ich daran toll finde, jetzt an Ihrem Beitrag, Herr Eisenhut, und das ist ja auch ein Aspekt, den ich immer wieder sehe, sobald man sich auf den Weg der Nachhaltigkeit macht, die einen sagen, naja, dann erfüllen wir jetzt diese Pflicht auch noch und die anderen sagen, darin erkenne ich Potenzial, ich erkenne Marktpotenzial, ich erkenne Innovationspotenzial, weil wir uns einfach ganz grundlegende neue Fragen stellen müssen und das ist natürlich toll, wenn das auf dem Weg erkannt wird und auch sozusagen der innere Antrieb dafür da ist,
Weil, ja, also ich denke, das macht dann letztlich auch Vorreiterschaft aus. Ja, ich höre, Sie lest da wieder im Chat, der Hochschule Ulm lässt sich wohl schon inspirieren. Ganz fein, super. Ah, sehr schön. Gut. Ja, gut. Vielleicht dürfen wir Sie dann mich auch gerne als, ihr wollt das sagen, mal als Impulsgeber oder mal so, genau, so ein Treffen auch zu machen, sagen, eure Erfahrungen. Sehr schön. Toll. Nehme ich auch gerne mit. Gut, dann ist hier auch so eine Frage, die wir gerne an jeden von Ihnen stellen möchten. Unsere Mitarbeitenden, jetzt in der Hochschule ist natürlich Kollegen und Studierende wahrscheinlich eher, aber unsere Mitarbeitenden erleben nachhaltige Unternehmensführung. Also das geht jetzt wirklich um die Führungsarbeit. Ganz konkret an Punkt, Punkt, Punkt. An motivierte Professoren, die Nachhaltigkeit nicht nur vorleben, sondern tatsächlich auch in die Curricula mit einbinden, bringen. Also, weil letztlich geht ja ein großer Teil oder ein Teil zumindest der Enkel geht ja durch unsere Institutionen und wir prägen ja sozusagen die Enkelgeneration und damit haben wir eine gewisse Verantwortung, die Hochschulen und diese Verantwortung, der sollten wir gerecht werden, sowohl in der Lehre, aber auch in den Transfer in die Wirtschaft, also auch als Ideengeber, Taktgeber in die Wirtschaft, in die Gesellschaft insgesamt. Also da haben wir eine wichtige Multiplikatorenfunktion. Und daran sieht man das. Also wenn es eine Hochschule ernst meint und auch die Angebote entwickelt, daran sieht man dann, dass das dann auch wirkt. Sehr spannend. Ja, schön. Schön. Das kann ich noch anschließen. Also was es bei uns ganz konkret in Bezug auf Kräfte bedeutet, weil da fällt auch ein Stück weit die Aufgabe drunter. Wir machen ja Dienstleister, das heißt, wir haben kein eigenes Produkt, sondern wir helfen anderen Firmen mit ihren IT-Projekten, dass wir die Mitarbeitenden nicht als Ressourcen sehen, sondern als Menschen mit Bedürfnissen, heißt auch gerade, wenn es darum geht, Projekte zu staffen, also die richtigen Leute zu finden für den richtigen Kunden, da auch drauf einzugehen und zu gucken, wer passt denn vielleicht wohin, die Kolleginnen und Kollegen auch mit einzubeziehen. Und das ist was, wo wir auch noch dran arbeiten müssen. Also das ist nicht abgeschlossen, aber das kam jetzt halt auch nochmal auf durch diesen Prozess. Und ich finde, das ist gerade in der Dienstleistung ein wesentlicher Faktor, ja, für Führungskräfte. Ja, absolut. Ist auch, glaube ich, ganz wichtig für die Zukunft, gerade wenn man Führungskräfte sucht oder Fachkräfte sucht, genau diese Aspekte abzudecken. Danke, Frau Klassen. Genau, also ich bin jetzt erst seit anderthalb Jahren in dem Unternehmen, bin jetzt selber Mitarbeiter und was ich jetzt so in den letzten anderthalb Jahren festgestellt habe, ist dass der Zusammenhalt im Unternehmen sehr stark ist. Mhm. Also da nimmt jeder aufeinander Rücksicht und passt auch auf, dass es der Allgemeinheit dementsprechend gut geht. Mhm. Dankeschön. Wunderbar. Ja, das freut mich zu hören. Das ist eine schöne Inspiration auch. Vielen Dank. Und damit ist auch jetzt der Zeitpunkt gekommen, dass Sie alle Ihre Urkunde zeigen dürfen. Ja, sehr schön. Die Daumen hoch, genau. Und doppelt gemoppelt. Sehr schön. Ja. Wie gleich immer. Schlau. Gut vorbereitet. So, dann einmal lächeln bitte und Michael macht ein Foto. Dankeschön. Dann vielleicht bis später in der Diskussion. Genau, dann Michael, du holst sie alle wieder langsam von der Bühne hinunter. Gut, die letzte Gruppe, nachhaltiger Konsum und Lebensmittel. Das ist so der Überbegriff, den wir uns überlegt haben für die letzte Gruppe. Auch das sind Menschen, die sich hier auf der virtuellen Bühne begegnen und unter einer Frage zusammenfinden werden. Und ich darf begrüßen Herrn Fritz Gutmann von der Brauerei Gutmann EK. Dann Frau Elke Clemens von Fair Cup Faire Mode GmbH. Darf ich das eine G wieder nicht übersehen? Genau. Franziska Heinrich Hofgut Eichigt GmbH Denry. Und Kai Küffner, Bäckermeister Meister Küffner Nussecken Manufaktur. Herzlich willkommen auf der virtuellen Bühne. Ja, herzlich willkommen auch hier als Gruppe. Wir haben eben, wie Antje schon sagte,
die Schwerpunkte Ihrer Unternehmungen zusammengefasst haben erkannt, es geht hier doch schwerpunktmäßig um nachhaltigen Konsum, nachhaltige Lebensmittelproduktion auch oder eben auch ja, Verkauf. Und wichtig ist, finde ich, ein wahnsinnig wichtiges Thema, weil jeder Einzelne von uns kann ja mit seiner tagtäglichen Entscheidung, also mit seinen Finanzentscheidungen, wenn man so will, wo er einkaufen geht, welche Kleidung er trägt, auch letztlich einen Beitrag leisten zu der vorhin genannten großen Transformation. Und insofern ist es, finde ich, sehr, sehr wichtig, dass es Unternehmungen gibt wie ihr. Und was uns beschäftigt hat, ist, wenn ein Unternehmen sich von Haus aus schon, also wenn sozusagen ganz tief im Geschäftsmodell verankert das Thema Nachhaltigkeit ist, also sozusagen es ist Kern eures Geschäftes, inwieweit hat dann trotzdem dieser Prozess der Gemeinwohlbilanzierung noch blinde Flecken aufgedeckt oder für euch Aspekte eröffnet, wo ihr sagt, daran haben wir überhaupt nicht gedacht? Das würde uns tatsächlich auch interessieren, weil man könnte ja sagen, na, für euch ist ja das Ganze auch eine gmade Wiesen, wie man so schön auf Bayerisch sagt, gewesen. Also ihr müsst sozusagen nur noch Haken machen, aber vielleicht ja auch nicht. Und die Aspekte würden uns und vielleicht auch die Zuhörer interessieren. Gerne ein paar Stimmen dazu. Frau Heinrich. Ja, ich hoffe, man versteht mich gut, weil mein Ton hängt ab und zu. Aber ich hoffe, mich verstehen alle soweit gut. Für uns war es ganz spannend, als landwirtschaftlicher Betrieb diese GWÖ zu machen, weil das für landwirtschaftliche Betriebe noch nicht so die Regel ist, sage ich mal, so einen GWÖ-Bericht zu erstellen. Deswegen war es sehr spannend. Was jetzt so die Punkte angeht, waren natürlich für uns gerade auch bei den MitarbeiterInnen Prozesse zu sehen, wo man sich auf jeden Fall noch verbessern kann. Also auch gerade was die Unternehmenskultur angeht. Wir haben den Betrieb von konventionell auf ökologisch umgestellt und gerade manche Mitarbeiter haben das vielleicht nicht mit unterstützt. Dementsprechend genau sind da noch Prozesse zu machen oder sind auch schon gegangen worden, um da eben die Mitarbeiter auch noch mehr mitzunehmen. Das war für uns auf jeden Fall ein Punkt, der da eine große Rolle gespielt hat. Ja, das erinnert mich an Helmut Lind von der Sparda-Bank, der das auch erwähnt, der dachte am Anfang, mit wehenden Fahnen sind alle dabei und weit gefehlt. Also es war ein richtiger Überzeugungsprozess und auch ein langjähriger Prozess, der da stattgefunden hat. Ja, vielen Dank. Das ist ein ganz wertvoller Aspekt, ja, alle mitzunehmen. Eine zweite Stimme, ja, Frau Haneck-Uhres. Ja, für uns vielleicht, wenn man sagt, per se faire Mode, wir haben unsere Lieferanten sehr gut im Blick, aber dieser Prozess für uns selbst als Unternehmen, die Transparenz auch nochmal nach außen zu schaffen, für all unsere Kundinnen und Kunden und auch unsere Lieferanten quasi das zurückzuspiegeln, das war für uns schon eine Herausforderung oder eine, wirklich eine neue Sicht der Dinge, weil normalerweise beschäftigen wir uns mit den anderen quasi und jetzt mussten wir uns ja auch viel mehr mit uns selbst beschäftigen und wie vielleicht andere uns auch sehen. Und da ist ja natürlich auch das Feedback aus der Pair-Gruppe und solche Sachen auch sehr interessant. Das ist nämlich eine ganz andere Sicht der Dinge, als jetzt Kundinnen oder Kunden haben, die zu uns in den Laden kommen. Das ist eine ganz andere Ebene der Transparenz letztendlich. Ja, ja. Und Herr Gutmann? Ja, zuerst mal Servus in die Runde. Ich möchte die Chance nutzen. Der Johannes hat ja vorher viele Grüße zu uns nach Titting geschickt. Die möchte ich zurück nach Neumarkt schicken. Wir sind zusammen im Jungunternehmerforum vom Bayerischen Brauerbund aktiv. Und zusammen mit dem Seppi Siegel von der Trummer Brauerei in Österreich, ebenfalls gemeinwohlbilanziert, versuchen wir da die anderen Jungunternehmer zu überzeugen, dass wir nicht die einzigen Brauereien bleiben, sondern dass da noch viele dazukommen. Zu Ihrer Frage, ja, wir haben es ähnlich wie die Nomarkter Lamsbräu, haben wir so einen Strategie-Visionsprozess durchlaufen, dabei gesehen, dass wir eigentlich schon sehr, sehr viel machen für die Nachhaltigkeit. Und gleichzeitig aber dann auch gesagt, ja, die Gemeinwohlökonomie, das ist ein Instrument, das einen ganz neuen Horizont eröffnet. Also wir haben da viel reflektiert,
Wir haben uns da sehr, sehr viele Fragen gestellt in dem Prozess und daraus dann auch viele Entwicklungsmöglichkeiten für uns abgeleitet, wie wir uns dann in Zukunft strukturiert und gezielt auch noch weiterentwickeln können. Ja, das kann ich ganz, ganz gut nachvollziehen. Ich finde tatsächlich auch die Struktur an sich der Gemeinwohlbilanz ist ja auch schon, also man kann sozusagen man durchkämmt ja jeden Bereich des Unternehmens und bekommt sehr viele Anregungen. Ja, vielen Dank für den Einblick. Weiß nicht, Herr Küfner, gibt es noch eine Anregung von Ihrer Seite oder eine Erfahrung? Ja, also für uns ist es vor allem, also unser Credo ist ja aus dem Unternehmen so ehrlich und nachhaltig wie möglich. Das heißt natürlich auch so nachhaltig und ehrlich, wie es wirtschaftlich möglich ist. Da spielt natürlich auch immer die finanzielle Sache eine Rolle. Da spielt die Betriebsgröße eine Rolle. Und viele Sachen sind natürlich auch erst ab einer bestimmten Betriebsgröße finanziell auch machbar oder auch ja, organisatorisch machbar. Und ja, in erster Linie ging es uns einfach auch darum, ein Zeichen zu setzen und zu sagen, hey, das ist was Cooles, wenn das jedes Unternehmen machen müsste, dann wäre vielleicht das System oder der Markt ganz anders aufgebaut. Dann wäre eine viel höhere Transparenz auch da. Dann könnte der Verbraucher da auch vergleichen und kauft vielleicht nicht Nestle oder Coca-Cola, sondern den kleinen Einzelhändler von nebenan. Und darum ging es uns eigentlich vor allem, dass man da auch mit gutem Beispiel vorangeht. Und klar, der Lerneffekt, den man dabei hat, wobei man das natürlich irgendwo im Betrieb schon auch vorher auf dem Schirm haben kann, so Sachen wie nachhaltig ist meine Bank, könnte ich nicht noch zu einer nachhaltigeren Bank wechseln. Solche Dinge, glaube ich, die kann man durchaus auch schon vor einer GWÖ-Bilanzierung mal hinterfragen. Aber für den Verbraucher ist es natürlich eine transparente Sache, wenn man da sich bilanzieren lässt. Und deswegen haben wir das auch gemacht. Genau. Ja, absolut. Ja. Und eben durchgängig zu sein. Ja. Also man kann natürlich Einzelmaßnahmen durchführen, aber die Herausforderung ist tatsächlich, es durchgängig durch alle Bereiche zu machen. Ja, und wenn jetzt diese kurze Frage sozusagen zum Abschluss, wo wir einfach ein kurzes Highlight von jedem von Ihnen hören wollen, dann ist die Bitte, bitte vervollständigen Sie. Ein anderes Wort für Gemeinwohlökonomie ist? Herr Gutmann, Sie schauen aus, als hätten Sie schon was. Ich würde sagen Zukunftsökonomie. Wie der Johannes schon gesagt hat, es geht darum, oder ist unser Motto immer so gewesen, oder mein persönliches vielleicht auch, ich möchte die Welt ein Stück besser hinterlassen, als ich es vorgefunden habe. Und Step by Step können wir uns dahin entwickeln. Und die Gemeinwohlökonomie ist ein Instrument, wie wir das Ganze bewerkstelligen können. Ja. Danke. Dann schließe ich mich direkt einfach mal an. Also ich würde sagen, ein anderes Wort für Gemeinwohlökonomie ist vielleicht Miteinander oder noch konkreter Miteinander, nicht Gegeneinander. Das gilt sowohl jetzt, was die Landwirtschaft angeht, was Naturschutz angeht, was die Menschen an sich angeht, was den sozialen Aspekt angeht. Genau. Sehr schön. Frau Hanek-Uhres, Sie hatten noch die Hand gehoben. Ja, ich wollte eigentlich sagen, es ist ein respektvolles Umgehen miteinander, eben nicht nur hier, sondern eben global. Nicht nur hier in Europa oder in den Ländern, denen es gut geht, sondern wir stehen ja vor allem auch für die soziale Gerechtigkeit. Also wirklich auch ein respektvoller Umgang mit Ressourcen, Menschen weltweit. Wichtige Aufgabe.
Küfner. Ich schließe mich da so ein bisschen an den Vortrag von der Neumarkter Lambsdreu an, die gesagt haben, enkeltaugliche Notwendigkeit. Man könnte es vielleicht als enkeltaugliches Leben und Wirtschaften definieren. Ja, sehr schön. Ja, darf ich, ich gebe nochmal aus dem Chat auch vielleicht nochmal den Fokus, dass eine Gemeinwohlbilanzierung eine Bestandsaufnahme ist. Das fand ich jetzt nochmal einen schönen Hinweis, der einen Prozess, ein Stückchen einen Meilenstein macht, indem man zurückschaut und nach vorne schaut, ein Stückchen innehält, da bin ich, und eine Ausrichtung gibt, Vernetzung schafft und ja, einem hilft, in dem Weg ausgerichtet zu sein und zu gucken und interessante Fragen zu stellen. Darauf wollte ich einfach nochmal mit diesem Chat-Hinweis hinweisen, dass diese Bilanzierung nicht so etwas ist, was dann an der Wand hängt und eine Urkunde hat, wie Sie sie ja jetzt gleich wieder alle zeigen dürfen, sondern ein Meilenstein ist, der einem auch zeigt, ah ja, auf diesem Weg habe ich mich gemacht und bin da offen, einfach auch mich weiterzuentwickeln und auch freundlich, kritisch zu gucken, was geht noch und nicht in diesem, was geht nicht, sondern was geht noch. Genau. Dann würde ich doch jetzt mal darauf einladen, also Urkunden zu. Genau, absolut. Also jetzt ist der Moment gekommen, wo sozusagen die Früchte der ganzen Arbeit auch sichtbar werden in einem Dokument, aber wunderbar, super. Jetzt einmal schön lächeln, toll macht ihr das. Ganz prima. Vielen Dank. Es war eine sehr inspirierende Runde, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Zukunftsökonomie, ein schönes Miteinander. Das wünschen wir uns alle. Und vielen Dank für all Ihre Mühe, an alle Gruppen, die jetzt da waren. Sie dürfen jetzt von der Bühne gehen, so nach und nach wird Sie der Michael wieder. Ja, Blanka, noch was aus dem Chat. Ein Danke an die ganzen Unternehmen. Es gibt eine Stimme, die finde ich super schön. Das gibt ihr gebt Hoffnung für die Enkelkinder. Vielen Dank, dass ihr euch auf den Weg macht. Ein sehr schönes Schlusswort für unsere Würdigung. Ja, damit sind wir am Ende des ersten Teiles unseres Nachmittags. Am Ende der Würdigung all dieser wunderbar vielen Unternehmerinnen und Unternehmer. Und würde dann gern einen kurzen Ausblick geben auf den zweiten Teil des Nachmittags. Und zwar, jetzt werden wir dann gleich in eine Pause gehen für circa 30 Minuten. Und um 17.30 Uhr beginnt dann der zweite Teil unseres Programms. Insbesondere werden wir dann auf das Thema Sustainable Finance gucken. Vom Zweck zum Mittel wird Geld der wesentliche Hebel für eine klimaneutrale Wirtschaft. Wir haben eine wunderbare Impulsgeberin da, die Christina Jeromin. Nach diesem Impuls werden wir den Johannes nochmal auf die Bühne bitten und die Frau Puttenlochner von der Bayern LB, von der Bayerischen Landesbank. Und da noch ein paar zusätzliche Impulse empfangen von Bankenseite, also von Geldgeberseite, aber auch von Unternehmerseite, die ja aktuell, also die wirklich real investieren und Finanzierungsbedarfe auch haben. Und dann im Anschluss gibt es nochmal die Möglichkeit, auf die Bühne zu kommen, wenn man Anregungen, wenn man mitdiskutieren möchte. Das moderiere ich dann gern später nochmal konkreter an. Auf jeden Fall, das wird der zweite Teil sein, der sich bis 19 Uhr zieht und ist dann sozusagen unser Abendprogramm. Ich hoffe, Sie alle können sich ein bisschen entspannen in der Zeit, vielleicht auch kurz stärken, was essen. Das Programm wird nochmal intensiv. Das heißt, wir brauchen auch einen gut gefüllten Magen vielleicht oder auf jeden Fall einen frischen Geist. Und wir sehen uns später um 17.30 Uhr hier wieder in diesem Raum.